Moin Leute, was geht? Hier ist wieder euer Geist. Heute in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr nach allen Patches und Hotfixes wieder den unendlich C4 Glitch machen könnt. Was ihr hierfür braucht, ist erstmal natürlich ein C4 und ihr solltet am besten euer Interagierverhalten auf Priorisiere Interagieren stellen. Und alle PC-Spieler sollten ihr Interagierverhalten auf Tippen stellen. Die C4s bekommt ihr entweder durch die Zombie Drops oder ihr könnt es für 500 normalen Schrott von der Werkbank kaufen. Wenn ihr das dann alles habt, würde ich euch noch empfehlen, nehmt euch die Schnellwiederbelebung und ein Juggernaut mit. Ist zwar nicht nötig, aber könnte hilfreich sein, weil ein C4 gibt euch 75 Damage und wenn ihr das mal zu schnell macht, dann könnt ihr euch aus Versehen mal selbst töten. Wenn ihr dann ein C4 habt, dann geht in irgendeinen Pile-Up-Spot. Ich nehme dafür den hier in der Krankenstation und da zeige ich euch auch nochmal, wie das geht. Und zwar stellt ihr euch aus der Distanz hier hin, klettert hoch und beim Klettern geht ihr dann so ein kleines Stückchen zurück. Und wenn ihr das dann richtig gemacht habt, werden sich die Zombies unter euch versammeln. Ich nehme diesen Spot persönlich, weil wenn ihr hier oben seid und den Boden nicht berührt, spawnen erstens keine Megatrons und zweitens, wenn ihr den Strom auslasst, kommen auch keine Hunde. Wenn ihr dann da seid, dann werft den C4 so vor euch, sodass ihr ihn aufheben könnt. Und jetzt Leute, ganz wichtig, ihr hebt dieses C4 auf und eine Millisekunde danach schießt ihr da drauf. Also ich drücke auf Aufheben und schieße da drauf und ihr seht, ich habe das C4 aufgehoben, aber es ist vorher noch explodiert. Also werfen, aufheben und direkt danach drauf schießen. Also bei mir ist es die E-Taste, womit ich das C4 wieder aufhebe. Dann werfe ich es also einmal vor mir, drücke auf E und dann auch linke Maustaste, um drauf zu schießen. Wenn ihr das dann richtig gemacht habt, Leute, explodiert das C4, aber ihr habt das noch im Inventar. Wie gesagt, Leute, ich finde diesen Spot hier wirklich sehr gut dafür. Ihr könnt auch in jeden anderen x-beliebigen Pile-Up-Spot reingehen, das spielt auch keine Rolle. Könnt ihr auch bei Firebase Z machen. Jedoch würde ich ein bisschen vorsichtig sein, denn zurzeit arbeitet Activision an einem neuen Anti-Cheat-System. Und es kommt vor, habe ich sehr oft bei Reddit gelesen, dass Leute random gebannt werden, wenn sie Hyrons in Zombies spielen. Ob es jetzt legit erspielt ist oder nicht, das spielt keine Rolle. Viele, die über Runde 50 spielen, werden gebannt. Das geht hauptsächlich für PC-Spieler. Also Leute, passt auf, wenn ihr am PC spielt, dann vermeidet erstmal die Hyrons bei Zombies. Denn wenn ihr einmal gebannt seid, dann müsst ihr das Spiel nochmal neu kaufen und die Bans werden nicht aufgehoben, soweit ich gelesen habe. Ansonsten war es das mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, könnt ihr mir gerne einen Kommentar da lassen für den Algorithmus, damit ich mehr Aufmerksamkeit bekomme und meine Reichweite sich erhöht. Und wenn ihr noch kein Abonnent dieses Kanals seid, könnt ihr das an dieser Stelle natürlich auch ändern. So, das war's dann Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.